Ich bin ja eigentlich Minimalist, ne? Ist ja bekannt vielleicht. Aber wenn ich denn mal so viel mit habe, also zwei Reisekoffer, eine Riesentasche, noch eine relativ große Tragetasche und so einen riesen fetten Sack, dann dürft ihr dreimal raten, was da drin ist. Also ich breite es gleich alles aus, ihr werdet sehen. So, da haben wir die beiden Schatztruhen geöffnet und uns kommt das beste Gold entgegen, wo ich ja, mir vorstellen kann. Ganz viele Zitrusfrüchte. Wir haben die hellen Grapefruits, das sind zwei verschiedene Sorten. Also ich habe einmal die, nicht die hellen, also die weißen, aber nochmal dunklere weiße, also dunklere mit weißem Fruchtfleisch, wo das Fruchtfleisch auch ein bisschen dunkler ist und die Schale ein bisschen dicker ist. Dann haben wir die roten Grapefruits, das sind jetzt türkische. Dann habe ich Orangen, aber verschiedene Sorten. Das könnte hier, glaube ich, eine andere Sorte sein. Und hier nochmal. Also da wollte ich mal verschiedene Sorten durchprobieren, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche ist. Ansonsten sind hier eigentlich nur Grapefruits drin. Hier haben wir zwei Papayas, wie man sie aus dem Laden kennt, halt nur Bio-Qualität. Oh, die ist weich. Die sollte man essen. Drei Ananas. Ich habe mir so die reifsten rausgesucht, die also komplett gelb sind. Das ist sehr, sehr selten. Einfach herrlich. Ich habe ein paar Cherimoyas geholt. Leider waren die schon so reif, dass die nicht wirklich überlebt haben. Die werde ich dann gleich auch noch einfrieren. Und ja, die waren teuer. Naja. Ich habe hier auch noch Zitronen. Das ist eigentlich beides hier die gleiche Sorte, die beiden. Die haben so gut gerochen, ich dachte, das wären reife Zitronen oder zumindest halt welche, die nicht säuerlich sind. Also ursprünglich sind Zitronen, wenn sie reif sind, süßlich, ganz leicht und haben keine Säure mehr. Leider ist das bei denen nicht der Fall, deswegen kann ich eigentlich nichts mit dem mit denen anfangen. Also ich habe bestimmt 15 Stück oder 20 Stück von denen. Also wer eine große Lieferung Zitronen haben möchte, kann sich gerne melden. Ja. Dann haben wir hier ganz viele Bananen. Das sind die Banafair Bananen von Demeter. Also Bana oder ja, Banafair heißen die. Und das sind so die einzigen Bananen, die ich essbar finde. Alles andere finde ich einfach schrecklich. Und die hier schmecken sehr fein aromatisch und vanillig. Natürlich noch nichts reif. Ja, das ist alles aus dem Großmarkt übrigens. Also aus dem Bio-Großmarkt. Und die Preise sind halt so super. Und hier, wo ich wohne, gibt es einfach keine Früchte, die nicht nur nicht schmecken. Also ich habe ein Problem mit der Sprache irgendwie. Das, was ich denke, kann ich nicht so gut in dieser Sprache ausdrücken. Egal. Ja, die riechen noch nicht mal, das wollte ich auch noch sagen. Und wie auch Eret schon sagt, Früchte, die nicht riechen, sollte man besser die Finger von lassen. Außer man weiß, dass die nachreifen. Und die rochen auch schon also gut und die sind preislich halt die Hälfte oder ein Drittel von normalen Bio. Und da wollte ich mir wirklich so viel mitnehmen, wie ich tragen konnte. Und das habe ich dann auch hiermit gemacht. Ja, wir hatten eigentlich eine ganze Kiste von diesen Banafair-Bananen, das ist jetzt eine halbe. Und wir haben die ganze Kiste für 10 Euro bekommen, obwohl die 50 kostet, weil die zu viele davon hatten. Und das sind hier nochmal Bananen, die sind von speziellen Anbieter oder Händler von Pois. Und die sollen angeblich noch besser schmecken. Die haben dann auch 2,85 das Kilo gekostet. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also Bananen sind zu meinem Backup-Plan. Das ist nicht meine reguläre ja, Obstzufuhr, sage ich mal. Die werde ich einfrieren, die meisten, wenn die reif sind. Ich lasse immer so zwei, drei Stauden halt da an reifen Bananen. Den Rest friere ich dann ein. Für zur Not halt und mache dann Smoothie draus meistens. Banane ist mir zu kalt. Ja, ein paar Landgurken, also das sind die mit den Noppen, die haben Hammer-Aroma auch. Also man kriegt hier einfach nichts von diesen Früchten und auch nicht zu dem Preis. Zum Beispiel eine Grapefruit hat da jetzt zum Beispiel 66 Cent gekostet, ich zahle 1,30. Ja, bei den Grapefruits geht es noch von dem Geschmack vom Bioladen her. Die Orangen, die kriege ich meistens nur für 3 Euro, 3,50. Die haben jetzt 1 Euro gekostet. Oder 1 Euro bis 1,50. Ananas kriegt man fast keine reifen.
Papaya kriegt man so überhaupt nicht in Bio-Qualität. Ja, und dann habe ich hier noch zwei Tüten. Das hier sind Topinambur-Knollen. Die haben keine Stärke und sind dadurch sehr wenig schleimbildend, obwohl es auch ein, wie nennt man es, Disaccharid, aber wie war das deutsche Wort nochmal? Nicht Multizucker, sondern ja, Mehrfachzucker, genau. Ist zwar Mehrfachzucker, aber ist meines Wissens und meiner Erfahrung nach trotzdem nicht schleimbildend und wird auch nicht als Kalorien ausgeschildert, das Inulin, was da drin ist, aber es wird trotzdem in Zucker, glaube ich. Das würde keinen Sinn machen, aber ich meine schon, dass es in Zucker aufgespalten wird, weil es ja im Prinzip ein Zucker ist. Es ist ja ein Zweifachzucker. Aber halt kein. Ja, Stärke ist ja mehr als zweifach, glaube ich, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall schmecken die besser als Kartoffeln, finde ich, und sind halt weniger schleimbildend und sättigen genauso. Und das finde ich als Erdung einfach sehr cool, muss ich sagen. Ich werde die einfach mal in Hälften schneiden oder halt in Pommes, in Viertel oder in Wedges. Und backen fertig. Und ich habe auch noch mal kann man glaube ich gar nicht sehen, aber ich muss erstmal die Tüte aufkriegen. So, Süßkartoffeln. Ich mag eigentlich keine Süßkartoffeln, besonders diese lila nicht. Und wenn die nicht so dreckig wäre, man sieht es trotzdem, dass es lila ist. Aber die soll halt eine sehr, sehr gute Qualität haben, weil es auch von diesem Pois-Anbieter ist, direkt vom Bauern aus Portugal und dann werde ich dann noch mal ausprobieren, ob die vielleicht doch schmecken, wenn ich die backe. Ja, ich hatte gerade einfach Lust, dieses Ende hier. Innen drin sehen die aber gut aus. Die meisten lilanen Süßkartoffeln, die sind innen drin nämlich rötlich und das mag ich überhaupt nicht, diese Sorte. Und die, die innen weißlich sind, die liebe ich über alles und die ist weißlich, obwohl die außen Purple ist, das ist interessant. Ja, aber öfter als alle ein, zwei Wochen brauche ich das zum Glück nicht. Ja, ansonsten mehr habe ich einfach nicht mitgekriegt. Äpfel werden mir eventuell nachgeschickt. Momentan stehe ich eher so auf Apfelsaft, muss ich sagen. Ich habe ein paar Orangen entsaftet und Grapefruits und habe gemerkt, irgendwie waren die Streuobstwiesenäpfel deutlich besser. Aber das Gesamte insgesamt hat 130 Euro gekostet. Ja. Sieht eigentlich gar nicht so viel aus, aber naja. Einiges war halt doch ein bisschen teurer, als ich dachte, weil das dann Sorten waren, die teurer sind als die, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber ich bin dann nach Geruch gegangen, was einfach am besten ja, meiner Nase zuträglich war. Das war mir dann egal. Das wollte ich mal einmal gönnen, weil ich ein ganzes Jahr lang keine einzigen guten Früchte hier hatte und auch nicht haben werde in Zukunft. Dafür muss ich schon wegziehen. Ist in Deutschland halt so das Problem, dass die Deutschen das am Arsch vorbeigeht oder den Deutschen und wir einfach nur das kriegen, was die anderen EU-Länder einfach nicht mehr wollen und kein Wert auf Qualität bezüglich Früchte gelegt wird hier. Das ist das Problem. Ja, aber es wird bestimmt 3 Wochen reichen, denke ich mal. Jo. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.